Oder ich kommt mal auf einen Server kommen. Ich kann auch einen leiten. Und ja, Spaß haben. Ich habe gute Ideen, die wir umsetzen können. Challenges, alles Mögliche. Und ja. Hier ist nichts. Auf dem Flughafen ist natürlich die 69 irgendwo, ja, da. Aber eben in Las Venturas kenne ich noch nicht mehr so viele Sachen. Dann gehen wir am besten Kakagawa. Gehen wir am besten zur College. Aber dort hat es auch irgendwie nicht viel. Außer etwas Merkwürdiges. Ich glaube, ein Punkt hat hierhin gezeigt. Genau hier. Hier hat es andere Erde, also die Erde ist aufgewühlt. Ob hier irgendwas darunter versteckt ist? Seltsam. So, in der Baugrube haben wir, glaube ich, auch nichts Gescheites. Das nächste kommt dann drüben in, wie heißt das? Fort Carson, stimmt. Also hier kann man sehr gut mit dem Dirtbike ein bisschen die Geschicklichkeitsparcours und so machen, ein Wettrennen oder so. Und ja, hier irgendwo ist immer ein Flugzeug oder stürzt immer ein Flugzeug ab. Und ein geheimnisvolles Autokino hier. Das ist ein Autokino. Mit irgendwelchen Bedienungsgeräten oder so. Ich kenne mich nicht aus mit Autokinos. Kann also nicht sagen, was es ist. Die bereiften, also die Reifen Schutzengel. So. Motel. In der Bar hat sicher was, aber da kommen wir nicht rein. Oder? Nee. Diese Villa hat auch irgendwas Mysteriöses. Also gehen wir weiter. Hier hat er zum Beispiel eine versteckte Höhle. Aber mehr ist es auch nicht. Ich kann das nicht als Easter Egg deuten. Die besten Easter Eggs kommen erst jetzt dann. Ja, nicht alle sind die besten, aber viele sind lustig. Dazu muss man für eins. Ja, ich zeige euch zuerst mal die Stadt. Der Geysi kann ich euch auch noch zeigen. Und diese Taxis, was machen diese Taxis? Die Taxis in der Wüste alles. Haben die so viel Verkehr, Ding hier. Oh, unser Schwanz ist wieder hier. Ja, hier ist der Geysi, der ist manchmal aktiv und manchmal nicht. Momentan ist er gerade aktiv. Er hat zwei schwarze Steine, die extrem schattig sind. Und hier irgendwo, da ist die Geisterstadt. Hier gibt es ein paar mysteriöse Sachen, die werde ich dann nochmals in einem anderen Video zeigen. Zum Beispiel ist hier ein Loch irgendwo. Hier ist der Friedhof, der ist extrem zuge. Ding, hier ist ein Loch. Was das überhaupt verheißen mag. Hat hier jemand etwas Falsches gedesignt oder so? Hier hat es zum Beispiel ein Funkgerät von einer Mission. Und manche sagen, sie hören Schreie, manchmal in der Nacht oder bei Nebel. Und ja. Ist alles sehr mysteriös. Hier hat es überall so kleine Männchenartige Sachen. Aber das scheint nicht so mysteriös zu sein, keine Easter Eggs. Gehen wir also weiter.
Jetzt natürlich auch ein Funkgerät, Lautsprecher, ein Go-Kart hat es hier. Und ja, weiteres. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich finde zu wenig Easter Eggs für dieses Spiel, aber wahrscheinlich ist doch nicht allzu viel. Oder ich kenne die meisten einfach nicht mehr. Also wenn jemand das kennt, bitte unten in die Kommentare schreiben. So. Eine Stadt mit großem Wasserturm, das kennt man doch von irgendwo. Von einem Zeichentrickfilm oder so. Hier hat es leider nicht so viele Sachen. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir dann zur Brücke. Dort gibt es ein großes Easter Egg. Und damit meine ich nicht das, was auf der Brücke ist, sondern neben der Brücke. Ja, in diesem Dorf hat es leider auch nicht allzu viel. Mir gehen die Easter Eggs aus. Heißt das, ich muss bald beenden, oder was? Jetzt nochmals Werbung. Also Werbung ist meistens ein wenig lustig. Guste K. Fett. Clothing. Ah, für die fetten Leute. Kleidung. Also dann gehen wir mal zur Brücke. Da müssen wir zuerst einmal ganz nach oben. Ich komme fast nicht nach oben. Ich muss hier drüben wahrscheinlich nach oben. Ja, jetzt geht's, steigt's wieder. So. Ich denke, wir schaffen es knapp. Ja. So. Ups, gut. Ist es noch weiter oben? Ja, es ist noch weiter oben. Shit. So, hier ist es. Ja, hier sind keine Easter Eggs. Geh weg. Okay, gehen wir wieder weg. Aber hier unten ist ein Easter Egg. Ah, bremsen. Ach, komm schon. In Jesus Club, oder wie der heißt, ist nix. Kommt man, glaube ich, auch nicht mehr rein. So, hier bei der Bar könnt ihr ablesen, wie viele Megabyte und so das die Brücke vergeudet hat. Aktuell Piece of Kabel, also aktuelle Zeichen des Kabels. Oh, amazing. That's mind-blowing. Also es ist wirklich unbeschreiblich. Es macht den Kopf durcheinander. Es sind wenig Physik und es ist nicht unbedingt sehr spannend oder sonst irgendwas. Hier oben, genau. Da seht ihr also Bridge Facts, also Brücken, Facts, also Zeichen, also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Länge ist 159,7 Meter, die Höhe 60,3 Meter. 16.000 Polygone haben sie gemacht, gebraucht. 60 Meter Zeichendistanz, 11 Texturen und takes up a striker ring
1,27 Megabyte auf Disk. Also 1,72 Megabyte Disk Speicher braucht die Brücke allein. Ja, gute Idee, dass man auch mal als Spieler sieht, was die Programmierer so leisten. Und ja. Natürlich, jo, ein Easter Egg. So, das nächste Easter Egg liegt hier im Wasser. Nicht hier. Nicht hier, sondern hier drüben. Ja, hier ist es. Die US Numnuts. Numnuts heißt Numernus oder so. Ein U-Boot. Wenn man das fahren könnte, das wäre so geil. Vielleicht gibt es einen Mod dafür. Keine Ahnung. So. Weiteres ist hier irgendwo. Hier gibt es irgendwo einen Unterwasserparcours. Ich glaube, es ist dort bei den Steinen. Da kann man ein bisschen unter Wasser tauchen und so Wege finden. Genau hier. Hier durch könnt ihr gehen. Und manche sagen, das sei hier unten eine Krake oder so irgendwas, das Dunkle. Aber es ist nur eigentlich der Schatten des Baumes, also ein Grafikfehler. Oder auch ein Texturfehler. Ich weiß es jetzt nicht genau. Nein, es ist nur ein Schattenfehler, der hier schattig macht. Das könnt ihr übrigens auch in der Nacht sehen. So, und hier ist Ottos Auto. Hat Otto Walkes Auto vertrieben. Das tönt doch ganz wie Nachtdeutsch, also. Jo. Weiter geht's mit einem nächsten Easter Egg. Das ist, muss ich auch wieder denken, irgendwo in einem Hochhaus. Parking, es ist wahrscheinlich das Park Hochhaus, oder ist das... Ah, das ist das nur das mit den Schildern. Ja, hier steht... Big Pointy Building, Big Brick Jokes or Forbidden. Das kann ich jetzt nicht so übersetzen, aber Forbidden heißt, glaube ich, unbekannt. Nein, nicht unbekannt, irgendwie nicht möglich oder so. Ja, no Base Jumping, weil man halt hier gerne Base jumptet. Wie sieht es Welcome? Das ist jetzt nicht so Ding. Ja, leider war es nicht so lustig. Aber auch nicht zum Sehen. Irgendwo muss dieses Haus sein. Es ist wahrscheinlich... Nein, es ist nicht dieses Haus. Dort drüben ist es wahrscheinlich. Hier hat es einen Baseball-Junge. Ein Mann. Gierlein. Gierin. Kann man nicht lesen. So, hier ist die Wacky 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 Straße, oder wie die heißen. Mal kurz schauen. Steht nichts. Vor allem ist sie eine Nachbildung natürlich auch von San Francisco, weil die ganze Stadt eine Nachbildung von San Francisco ist. Und ja, sie wurde einfach ein bisschen vom Namen her geändert. So, und wenn man hier reingeht, irgendwie, hier, dann sind wir im Zombie-Labor und hier hat's überall Dinger. Wenn ihr Resident Evil 1 gesehen habt, dann... habt ihr auch so einen Abschnitt, also so einen senkrecht Abschnitt des Labors gesehen und das haben sie hier nachgebaut. Zum Beispiel hier Zombie Lab Only, also nur das Zombie Labor. Und hier ist nur 1. Stock bis 6. Stock. Und wir sind natürlich hier dort. Ja, und hier hat es eine
eine Zelle, eine DNA, und das macht natürlich in Resident Evil auch sehr viel Sinn. Auch eine weitere Anspielung, sehr schön. So, wir sind bald fertig mit der ersten Session, also sozusagen, ja, einfach mehr Parts. Und eben, wenn ihr Easter Eggs habt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde sie dann in einem extra Video zeigen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich noch hier irgendwo ein paar Easter Eggs vergessen habe. Ah, ein Zero Shop, das schauen wir auch noch kurz an. Puh, ist das kalt. Puh, ich muss mich nachher kurz anziehen. Nein, ich bin nicht nackt. Ich habe nur ein T-Shirt an und kurze Hose, weil ich Fußball gespielt habe. Hier hat es auch noch irgendwo einen Friedhof mit ein paar lustigen Artikeln. Hier hat es zum Beispiel Namen, die man nicht lesen kann. Bulwark, nein, Rockstar. Aber wenn das Bulwark-Ding ist, glaube ich, so sieht es auch aus, das Zeichen. Bulwark Akademie aus Bully, dem Schulgame von Rockstar, was Ähnlichkeiten mit GTA hat. Und sonst. Ja, ist auch alles gleich. Smoky Lady. Joint Festival, da möchte ich auch gerne mal mitmachen. Und Brown Streak, brauner Streifen oder so. Gehen wir für das Braun, also für die Scheiße. Hier hat's ja das Hippie-Viertel. Hier hat's zum Beispiel Hippie-Läden. Und hat sie hier nicht auch eine Nilpferd? Ein Nilpferd-Eimer. Nicht? Aber würde passen. Mal hier unten schauen, aber hier ist sicher nichts. Ein Katana hat sie. Süß. Okay, jetzt gehen wir noch kurz. Wo wollte ich hin? Den Sears Shop, genau. Hier an der Baustelle hat es auch irgendwas Lustiges. Ah, hier hat es das Schild. Final Build Construction. Nein, ist nicht lustig. Hier 69. C zum Beispiel. Und hier Fisch-Scheiße. Kann man hier bestellen. Fischi-Shit. Und Freiheits-Pomfritz. Blueberry. Also Blaubeer ist nicht lustig. Aber Apple Pie. Nein, Apple Pie ist auch nicht lustig. Okay, gehen wir zum Zero. Hier ist Mistis. Kann hier auch rein. Ah, das ist eine Bar. Hier kann man sogar Bowling spielen, nicht Bowling, Billard spielen, indem man einfach drauf schießt, wenn mir, glaube ich, anmacht. So, kann man einfach hier ein bisschen drauf schießen. Ja, ich sehe jetzt, es geht sogar so. Lol, wie schnell die waren. Okay, tschüss. Ja, sicher. Das ist genau die gleiche Bar, die auch bei der Groove Street ist. Oh, die ist auch da. Pass auf, hier sind
Diebe, Pickpocket. Da ist zum Beispiel Piss Eyes. Der Bobo ist hier, der Babo. Und ja. Denk nicht daran, dass man hier parken könnte. Und ja, die Rockstar-Flasche dort. Rockstar-Zeichen. Die gibt es übrigens auch im Himmel. Ein Sternzeichen hat die Rockstar-Form. Das gibt es übrigens in den alten Teilen auch. Also vorherigen Teilen gibt es die auch. Ich müsste raten, wo das Zeichen ist. Aber es ist gut zu sehen. Aber es ist bewölkt. Also man sieht es sowieso nicht. Okay. Ja, dort oben gibt's nichts. Ja. Also mache ich hier Schluss und es gibt vielleicht dann noch mehr Parts. Je nachdem, wie viele Easter Eggs gefunden wurden und nicht. Und Folgen werden noch... Ja, sagen wir die Mythen, die, da gibt es sicher andere Videos. Und ich möchte ihnen auch nicht ein paar Leute wegnehmen. Also... Es gibt deutsche Videos, das weiß ich, wo die Mythen vorgestellt werden. Der hat viel mehr recherchiert und jo. Dann werde ich ab jetzt noch ein paar Bugs zeigen. Aber zuerst werde ich ein bisschen Gameplay machen und danach Sump spielen. Kann ich euch einladen. Und so weiter, also sehr lustige Sachen kommen noch. Hier hat es zum Beispiel Grand Theft Auto City Figuren. Hier hat es ein Nachtsichtgerät. Und irgendwo hat es noch Tommy Vercetti Figuren. Ah, das sind Tommy Vercetti Figuren. Irgendwas hat es hier noch Lustiges. Okay, ja, das Wort waren, den gibt es leider nur einmal im Spiel und den habe ich wahrscheinlich nirgends in der Garage. Aber vielleicht doch. Ja, okay. Ja, hiermit sage ich bye bye und wir sehen uns dann in den Gameplay-Videos wieder. Tschüss.